solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Akkadier. Vita Mortis Cardio. Vita Mortis. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Da schnappen Fallen zu, okay. Nächstes Mal. Okay, Magie macht wieder Zeitstopp. Und ich bin sehr viele Fallen getappt. Oh Gott. Ja, Zeitstopp. Oh, nebenbei. Aber ich kann laden. Erstmal das. Dann mache ich bei hier nochmal den Stufenaufstieg, weil ich habe auch vergessen, die Einstellung wieder hochzusetzen. So, Stufenaufstieg. Können wir da nochmal gucken. Rettungswürfe alle um 1 reduziert. ETW um 1 reduziert. Zusätzlich Trefferpunkte 1. Ein Attribut. Okay. Da wollte ich das Feuerelementar haben. Einverstanden. Dann setzen wir hier das wieder hoch. Die Dienerin der Natur ist bereit. Vita Mortis Cardio. Vita Mortis. So. Ja, verstanden. Im Moment, du suchst nach Fallen. Ja. Keine große Herausforderung. Talisa, du sagst eigentlich alles ein, was du so findest. Noch ist jede Menge Platz in der Tanktasche. Der Behälter ist voll, also packen wir da jetzt Heiltränke rein. Okay, okay. Schön. Haben wir etwas, was mein Feindenschärfen erhöhen könnte? Täter der Auferstehung? Nein. Elfenstiefel? Nein. Ring der Gnadentöter? Was hat sich auf Fallen stellen? Nein. Nö. Wir haben da höchstens den haben wir gar keine mehr. Kann aber nicht sein. Der müsste hier irgendwo sein. Wir haben 10 Unverwundbarkeitstränke. Dank der Meisterdiebeskunst. Schlösser öffnen, Taschendiebstahl. Nö. Los, spuck es aus. Geht klar. Suchen wir nach weiteren Fallen hier. Was hast du uns eigentlich zu sagen? Winke verneigt sich vor euch. Sehr gütig von euch. Danke für die Freiheit. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Auf geht's. Okay, okay. Das Gute wurde aufrechterhalten. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Wenn ihr es wollt. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo. Ist was los? Ich, Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocken! Incursus Fulcrum Imperium. Es
bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. So, der Magier ist angepisst. Ups. Nein. Keine große Herausforderung. Okay, das war die Falle. Ja? Ja? Ich warte. So, da lass ich mal Zeitstopp benutzen. Oh, bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten. Unter der Erde rumzukriechen ist nichts für die Avariel. Dann warten wir, bis sie wieder uns alle wieder auftauen lässt. Danke. Fragt nur, was immer ihr wünscht. Das ist meine Chance. Ich danke euch, dass ihr mich befreit habt. Ja, so können jetzt wir uns... Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Stimmt, Kreatur. Und nähre die Erde. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ja. Okay, okay. Verstanden. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Wir sind immer noch heldenhaft, das ist schön. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! Asmajahak. Wo geht's denn da lang? Und wer bist du? Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so groß sind. Ah, wie mir scheint, bin ich nicht das einzige Kind Baals, das Gromnis Wahnsinn entfliehen will. Wovon redet ihr? Ihr seid ein Kind Baals, wenn ihr Gromnis Handlung missbilligt. Warum seid ihr dann hier? Ich bin so glücklich, ihr seid ein Kind Baals? Natürlich, und ich suche, wie ihr nach einem geheimen Ausgang, nach dem geheimen Ausgang dieses Palasts. Ich suche keinen Weg nach draußen, ich suche einen Weg nach drin. Ihr, Bo und ich, Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt, frohlocket! Es ist schwierig, sich zu etwas vorzulesen. Jetzt weiß ich wieder, warum mir das Reisen mit euch solchen Spaß gemacht hat. Köln. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Seid ihr jetzt fertig? Danke, das ist wirklich schlimm, was vorzulesen, wenn die alle dazwischen quatschen. Nur weil ich wieder einen Ruf vor... Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Nur zur Info, das hier ist jetzt gerade gespielt. Innerlich nervt es mich schon ein bisschen, aber... Ja gut. Also, ich suche keinen Weg nach draußen. Ich suche einen Weg nach drin zu finden. Ich versuche einen Weg zu finden wahrscheinlich. Ich möchte mit Gromnir sprechen. Ihr solltet euch das vielleicht nochmal überlegen. Gromnir ist verrückt. Er lässt wahllos Leute hinrichten, nur weil er glaubt, sie wären Verräter. Die meisten Kinder Baals nehmen seinen wilden und sinnlosen Anschauungen einfach als gegeben hin. Einfach nur, um selbst keine Aufmerksamkeit zu erregen. Aber ich halte das nicht länger aus. Jetzt kann ich verstehen, warum ihr von hier fliehen wollt. Gromnir muss dafür sorgen, dass die Kinder Baals nicht aus der Reihe tanzt. Hoffen war für ihn euch einfach die Nerven und deinem wahren Anführer zu dienen. Nein. Das kann ich verstehen, ja. Es ist einfach nicht in Ordnung, unschuldige Leute wahllos hinrichten zu lassen. Wie lange mag es wohl dauern, bis seine Wahl auf mich fällt? Ich will einfach so weit wie möglich weg von diesem Wahnsinnigen. Könnt ihr mir einen Ratschlag geben, wie ich nach innen komme, um mich mit Gromnir zu treffen? Am Ende dieses Korridors laufen jede Menge Patrouillen herum. Sie bewachen ein paar Gefangene, die Gromnir hinrichten will. Wenn ihr vorsichtig zu Werke geht, könnt ihr von hinten an ihnen vorbeischleichen und so ins Schloss kommen. Aber gebt Acht, überall befinden sich Fallen und Alarmvorrichtungen. Die meisten davon sind so empfindlich, dass sie schon losgehen, bevor ihr auch nur in die Nähe kommt. Macht einen großen Bogen um die Dinger, wenn euch euer Leben lieb ist.
Natürlich, ich halte euch für verrückt, dass ihr da hinein wollt, um Gromnir zu sehen. Ich würde euch empfehlen, umzukehren und zu verschwinden, so wie ich. Ich warte. Ja. Das Problem Gromnir. Natürlich. Und hier geht's zum Gefängnis. Das wäre der Alternativweg gewesen. Tag. Spür die Hand der Gerechtigkeit. Wie bitte ein Kind des Baal? Hier, immer diese verdammten Dirnen mit ihren lüsternen Herzen. Sie wurden ausdrücklich ermahnt, sich nicht mit dem Blut der Götter einzulassen. Aber wer es noch so verführerisch sein sollte. Ich fürchte, für euch ihresgleichen bin ich einfach unwiderstehlich. Fahrt zur Hölle, elender Vampir. Ich nehme nicht an, dass ihr mich kampflos passieren lasst. Wer war die Eins? Ihr seid ein Mächtiger eurer Art. Ich richte den Mord in euren Herzen. Ihr würdet uns niemals leben lassen, nehme ich an. Kommt, meine Kinderchen, in dieser Nacht werden wir sterben, und zwar für immer, indem wir uns die gnadenlose Klinge dieser Gottheit werfen. Muss wohl was anderes ausprobieren. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Erwischt! Wenn es das ist, was ihr wollt. Das Gute ist heute auf unserer Seite. Noch mehr Vampire. Oh, Imoen ist verzaubert. Los, guck es aus. Schön. Nein, doch nicht. Ja. Meinen Freunden werdet ihr nichts tun. Auf geht's. Geht klar. Schloss konnte nicht geöffnet werden. Nö. Oh, Vampir. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ist was? Okay, okay. Ihr wohin spürt die Hand der Gerechtigkeit. Zeit aufzubrechen? Ich warte. Keine große Herausforderung. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. So, ich glaube. Nein, das Gefängnis ist nicht sonderlich groß. Das wäre übrigens der zweite Weg hinein gewesen, den wir dank der Priesterin gekriegt haben. In der Ecke des Raumes befindet sich ein flaches Grab, das geöffnet und entweiht wurde. Darin liegt ein menschliches Skelett, dem allerdings der Schädel fehlt. Ja. Verrostetes Amulett. Dieses abgewetzte Schmuckstück hat nur einen geringen materiellen Wert. Auf der Rückseite stehen die Worte: Mein Herz, ich flehe euch an, diesen Anhänger im Beicht zu tragen. Er soll euch sogar bis in den Tod und darüber hinaus begleiten. Noch passt da Zeug rein, und zwar sehr viel. Tach. Ein Level up bei Imoen. Wurde auch endlich mal Zeit. Sie ist jetzt 16, sie ist noch 14. Okay. Stufenaufstieg. Ein Zauberte Stufe 7 und 8, was gut ist. Ein Trefferpunkt und 3 Sagenkunde. Ja, hiervon kann ich noch eine Weile träumen. Das ist Finger des Todes, der ist Berührung gewesen, gell? Ne, Sichtweite des Zaubernden.
Regenbogenstrahlen, noch ein Feuerball. Schutzmantel. Wenn der Zauber wirkt, kann der Zauber denn nur von magischen Waffen plus 3 oder besser verwundet werden. Dieser Zauber ist zwar äußerst mächtig, hat aber nur eine sehr geringe Wirkungsdauer. Da er außerdem sehr rasch eingesetzt werden kann, bietet er sich geradezu an, ihn in der Hitze des Gefechts zu benutzen. Schutzmantel funktioniert nicht in Verbindung mit dem Zauberschutz von magischen Waffen. Der Schutz hält an, bis die Wirkungsdauer endet oder der Zauber gebannt wird. Ja, Wort der Macht, Betäubung, spätzündender Feuerball. Nehmen wir mal den Schutzmantel. Und Schwierigkeitsgrad höher. Quick Save. Ja, kein Problem. Halte die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Tach.